Hey ho, was geht, Leute? Heute kleines Ründchen Prince of Persia Lost Crown. Beim letzten Mal haben wir die große dicke Schlange besiegt. Ich habe leider den Namen schon wieder vergessen, aber dicke Schlange reicht. Ich glaube, wir wissen alle, wer gemeint ist. Ja, cooler Fight gewesen und jetzt heißt es ja irgendwie Sternbilder sammeln. Ich habe keine Ahnung, was es im Detail bedeutet, aber wir gucken uns das Ganze mal heute an. Also, ich hoffe, ihr habt Bock. Ich auf jeden Fall. Und ihr wisst ja, abonnieren, liken, ihr gesehen. Und ab rein dafür. Und da sind wir auch wieder. Natürlich müssen wir wie immer erstmal gucken, wo es hingehen soll. Über mir irgendwie. Ach ja, ich habe einen Doppelsprung. Haha. Das Leben kann so schön sein. Ach so, vieles wird dadurch so viel einfacher. Ach, come on. Gehen Sie weg, junger Mann. Für dein Pfeil. Oh. Hier rechts geht es muss ein bisschen weiter. Aber auch nicht viel. Aber ich glaube jetzt nicht, dass mir das hier irgendwas bringt tatsächlich. Wow. Zack. Also erstmal nach oben. Gar nicht. Die rechte Ecke brauchen wir, glaube ich, noch. Diesmal wirklich nicht angucken. Oh, neue Bogenschützen. Darius, König aller Könige, wurde von Simgur auserwählt. Darius, König aller Könige, verkörpert den göttlichen Willen. Sein Wort ist Gesetz. Darius, König aller Könige. Erweitert die Grenzen seines Königreichs. Darius, bla bla, heißt Gelehrte sämtlicher Disziplinen bei sich willkommen. Vereinheitlicht Gewichts- und Maßeinheit, um den Handel zwischen Völkern zu fördern. Okay, ja, ist ein cooler Typ. Möge sein Name. Ja. Auf ewiglich und so. Hey! Das war eigentlich nicht so der Plan. Und auch nicht. Ey! Ich finde es ja gar nicht cool, dass die da durchschießen können. Aber wie viele Schläge braucht er? Kann ich auch. Nein! Jetzt ist hier Schluss mit lustig. Faxen dicke. Was gibt's denn da oben Schönes? Okay, da kommen wir nicht so einfach ran. Schon wieder welche. Oh. Die sind aber auch echt gut im Treffen. Leider. Wir haben dich aufgenommen und zu einem Unsterblichen gemacht. Waram sah viel in dir. Du hast dich gegen uns gewandt. Waram treibt einen Keil zwischen uns. Auf gewisse Weise hast du Persien einen Gefallen getan. Was soll das heißen? Hungersnot? Dürre, Unruhe unter Satrapien, Verlust persischer Soldaten. So. Die Blutlinie von Königin Tomiris ist unfähig zu herrschen. Das Volk verdient Besseres. Das Volk verdient jemanden wie Waram.
Nur der Weiße Löwe kann den Stolz Persiens wiederherrschen. Kehre zurück zu Vernunft, Würde und Bestimmung, Sargon. Minolias, warte! Ich habe das Gefühl, dass ich immer gegen die ein wenig fighten darf. Okay, da geht's auch nochmal runter. Gucken wir uns das erstmal an. Ah. Okay, wirkt spaßig. Oh, ich setze auf jeden Fall mal hier mein Abbild hin, falls das irgendwas bringen sollte. Okay. Ach, Doppelsprung. Mano. Ich hoffe, ich betreibe den ganzen Aufwand nicht für eine einfache Münze. Richtige Tasten drücken soll gelernt sein. Er tat weh. Ui. Ach, komm schon. So schwer kann das doch nicht sein, oder? Dass der immer automatisch den Dash nach unten macht, wenn man nicht in die richtige Richtung lenkt, kann manchmal anstrengend sein. Aber damit muss ich klarkommen. So knapp. Hä? Hat so gezählt? Geil. Da sag ich natürlich nicht nein. Nope, ist noch nicht vorbei. Palim, palim. Und schön. Okay, es muss besser time. Aber wie ist die große Preisfrage? Eine Sache müssen wir ganz kurz nochmal checken. Zack. Aua. Nein. Okay, das wird auf jeden Fall hier sehr anspruchsvoll. Hui. Der war so gut, der Start. Jetzt werde ich langsam ein bisschen ungeduldig, würde ich sagen. Den habe ich noch nicht ganz so verstanden. Mal gucken, ob es jetzt besser wird. Hello, darkness.
So. Geht das? Nee, natürlich nicht. Ui. Bin ich da zu früh oder kann ich eigentlich, wenn ich mein Abbild? Nein. So, Konzentration. Nein! Oh. Sollte man einen Schluck nehmen, aber ich habe keinen mehr. Okay, also alles oder nichts. Zack. Nein, 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 nicht. Den Sprung vergessen. Aber zumindest ein bisschen hab ich ja noch. Da liegt mir eigentlich nicht ganz so viel. So, jetzt ganz entspannt. Zack. Juhu. Oh, wir sind immer noch durch. Das ist clever. Das war nicht clever. Oh, ich habe ja mal gar keinen Bock, die ganze Passage nochmal zu machen, ne? Ja, darf ich wohl die ganze Passage nochmal machen? Swing. Ich glaube, ich gucke mir vorher mal an, ob es da vielleicht ein Bäumchen gibt. Oder so müssen wir jetzt erstmal einen ganz weiten Weg nach oben. Werdet jetzt alle einfach mal diskret ignoriert. Denn ihr seid mir jetzt Gegner egal. Ui. Na, es könnte sein, dass es da oben tatsächlich noch ein Bäumchen ist. Na, scheiße. Ich habe vergessen, dass die so viel Schaden machen. Naja, dann seid ihr mir doch erstmal komplett egal. Da geht's auch nicht weiter. Das ist vermutlich, wenn ich dann unten das Ding gemacht habe, dass ich dann da rauskomme bei dem Gitter. Gibt halt leider nur einen Weg, das herauszufinden. Tief durchatmen und zack. Nicht springen. Dashen. Einfach nur dashen. Zack! Ja, souverän, würde ich sagen.
Ganz tolle Souverän. Das haben wir jetzt ja hier auch durchgespielt. Nein, 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 nein. Habe ich kurz vergessen, wie das nochmal ging. Aua. Zu hoch angesetzt. Viel zu hoch. Und das war unnötig. Jetzt kommen die kleinen Schusslichkeitsfehler. Nein, 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 nein. Ach, Panikspringer hier wieder am Start. Einmal richtig jetzt konzentrieren. Alles so wie vorhin machen. Und dann wird das auch schon. Nein. So. Nicht gegen die Stacheln dashen, Mann. Das kann doch nicht so schwer sein. Hatte ich wieder ein bisschen Panik bekommen, weil ich mir es wieder mal nicht gemerkt hatte. Ey. Zack. So. Easy. Oh. Holla die Waldfee. Okay. Gibt einen Weg nach oben. Warum sollte ich da jetzt nach oben schon wollen? Ist das hier irgendwie ein Shortcut? Ich jetzt hier das Gitter auf. Ja. Also quasi ein Shortcut. Und die Schlangen zauen? Nein, natürlich nicht. Die Fräse. Zack. Komm schon. Ebenso. Wer nicht hören will, muss fühlen. Aber ich will trotzdem noch wissen, wie es hier unten weitergeht. Leider. Puh. Knappe Kiste. Jetzt
mit dem Abspielen klappt auch wirklich nicht so gut, wie ich das gerne hätte. Dass das jetzt so geklappt hat? Wow. Ernsthaft? Ein paar Kristalle war es das Ganze nur. Ich glaube, ich habe mich selten so verarscht gefühlt. Ich glaube, da macht es tatsächlich mehr Sinn, sich eventuell töten zu lassen. Ja. Macht das definitiv. Und jetzt nochmal das Ganze. Also kann ich dann am Ende auch nicht hüpfen. Da gibt es jetzt tatsächlich nichts weiter. Warum musste man das eben, um zu dem Sternbild zu kommen? Wow. Aber ich will erstmal das rechte Sternbild dann. Wir können hier einfach mal durch. Okay, kann ich nichts machen. Oder? Da müsste irgendwas, ne. Was ist der erste Springer? Das wollte ich zwar eigentlich gar nicht, aber ja. Ne, sieht nicht sehr spannend an der Ecke aus. Wow. Crazy Move, Digga. Schöner Schnitzler. Ah. Hat ihn das Ding tatsächlich doch gekillt. Kurz Angst gehabt, dass es nicht funktioniert. Jetzt bin ich enttäuscht. Au. Wusste ich doch, dass er noch lebt. Hartnäckig die Leute hier. So, jetzt aber. Na, bringt das was? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber das weiß ich, ist gut. Ich bin hier schon so lange. Hm. So viele seltsame Klänge. Okay. Ich kann König vor König Darius.
Wie war er? Ganz anders als Darius. Er liebte Krieg. König Darius hatte einen scharfen Verstand für Strategie. Ja, aber er mochte den Krieg nicht. Verträge bringen mehr Erfolg als Speer. Ich warte dann nicht. Okay. Also was diese Köpfe so zu bedeuten haben, habe ich irgendwie auch noch nicht so ganz verstanden. Oh. Damit habe ich jetzt auch nicht so ganz gerechnet. Na komm, biet was an. Oh, ist das da? Au. Wow. Okay, du bist krass. Ich hab's verstanden. Jetzt wird's lächerlich. Sag ja. Hui. Ich wähle den linken Weg. Okay, und ging's so ein kleines Stück weiter? Und rechts. Da kommen wir eh nicht hoch. Ah. Was geht? Karte kaufen. Verleih yes. Mir dein Auge des Wanderers. Ich ergebe. Ach ja, das Leben kann so schön sein, ne? Wow. Okay, das wäre dann tatsächlich zu dem anderen. Und ich muss auch den Weg gehen. Das hin? Ja. Aber dann hört's auf mit dem Spaß. Cool. Bringt dann nichts. Links lang. Okay, ich würde sagen, es ist so gebaut, dass man nicht hochkommen soll. Aber ausprobiert werden muss es ja. Ah, Obi. Das Tor ist hinter diesen Palasttüren. Von dort gelangst du zu der Halle der Weissagung. Der Weg ist unpassierbar. Oh. Hm. Für Zukunftssagon ist er das nicht. Immer diese Zukunftssagon. Also die Fähigkeit ist jetzt irgendwie mittlerweile so ziemlich obsolet, würde ich fast sagen.
Ah, ich finde euch nicht so toll. Was ist das hier? So, ich brauche ein weiteres, zwei. Ah, so ist das Rätsel. Einmal möchte ich es ausprobieren. Man darf nicht da drauf springen. Ärgerlich. Ein bisschen machen sie mir Angst, aber es geht schon, würde ich sagen. Da oben hängt noch so ein Teil. Und weiter runter. Geht weg. Ich habe keine Angst vor euch. Bin ich jetzt hier eigentlich? Immer noch da. Okay. Das heißt, ich werde nach dem nächsten Boss, der da kommen wird, irgendwas mit diesen Dingern machen dürfen. Ja, nee, passt schon. Ja, komm, du wusstest, als ich das nicht nochmal hinbekomme. Au. Ich dachte, ich war so gut. Ich überschätze mich manchmal doch maßlos selbst. Gut, ausgezeichnet. Das sieht ja auch sehr lustig aus. Und die Waffen müssen auch überall oben drauf dann nochmal Stacheln sein. Das kann mir auch keiner sagen, oder? Bringt das hier einem irgendwas? Ich wusste irgendwie, dass da unten Stacheln sind. Au. Trau mich nicht. Aber einfach mal machen, ne? So, die Münze ist mein. So richtig einen Plan habe ich dann jetzt auch irgendwie nicht, weil das Ding fährt ja auch in die falsche Richtung. Aber jetzt. HP, du schwörst ja an der Stelle ganz schön. Nein. Ich hätte durchziehen sollen.
Ist das oben lang eigentlich einfacher? Mies. Ich versuch's oben lang. Und dann ganz easy hinbekommen und jetzt. Zack. Sicherheitsdrink. Und also hoch komme ich nicht. Oh. Aber zumindest bleibe ich da oben stehen. Das ist ja auch schon mal was. Und stoß mir den Kopf. Was ist jetzt clever? Ich hab keine Ahnung. Ach, da brutzelt noch die Harpie. Habe ich es geschafft? Yes. Ah, nice. Halt, stopp, da oben ist noch irgendwas. Kann ich da auch so ran? Okay. Ich glaube, da komme ich so aktuell noch nicht hin. Und wenn, dann habe ich jetzt gerade keine Lust drauf. Erstmal hier unten abchecken, was geht. Mhm. Aber ich darf hier durch, ne? Dieser Ort verwirrt mich. Ja, und jetzt? Ich kann auch damit nicht hier durch, ne? Nein. Wenn man damit nicht da durchkommt, dann ist doch die große Preisfrage, wo kriegen wir den anderen her? Ah, okay, das sind Anti-Festhaltwände. Verstehe. Ah, Rätsel. Und woher weiß ich, was gesucht ist? Hm. So viel passiert ja auch nicht. Wahrscheinlich müssen wir erstmal das Ding irgendwie in Gang kriegen. Och, bin ich da echt durch? Aber ja, das klingt an sich für mich nach einem relativ smarten Weg. Wenn ich das dann mal hinkriege. Wie der fährt denn immer runter? Thank you.
bin ich jetzt da? Aha. Aber es bringt mir nichts. Doch, wenn ich den da wieder reinsetze. Bin verwirrt geistig gerade. Aber ich glaube tatsächlich, es geht. Mann! Oh, ich hatte es doch quasi. Zack. Zack. Easy. Aber Anti-Rutschwinde hindern mich jetzt daran, da weiterzugehen. Juhu, war alles umsonst. Ich setze erstmal den Steinchen, den habe ich da drin. Gehen wir jetzt wieder nach unten. Wie soll ich denn da hochkommen? Ah, brauchen Steinchen. Steinchen für die Steinchen. Das verwirrt mich doch härter, als es sollte. Ich tipp dir auch nichts. Ich... Haben die sich hier irgendwas? Kommt mich denn da jetzt überhaupt schon weiter? Wein muss ich ja, ne? So hoch kann ich ja gar nicht springen. Also, selbst wenn ich jetzt hier meinen Gängenskirchen setze. Ich soll ja nicht den Doppelsprung ausführen. Sheesh. Dann bringt mir auch nicht, wenn das Ding da oben auf ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, mir fehlt was. Muss ich doch da irgendwie, warum auch immer, nach da oben fahren? Glaubst du, nee, so weit komme ich ja eh nicht. Oh, um Gottes Willen, ich bin jetzt hier gefangen für ewig. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Chat nicht so funktioniert. Aber keine Ahnung. Schon.
Nee, kann ich leider nicht rausschießen. Wie soll man denn da hochkommen? Warte mal, funktioniert das? Ah, ich bin so klug. Wow. Okay, das ist doch ein krasses Rätsel einfach nur und dann passt das. Irgendwie unterschätze ich tatsächlich immer wieder, wie anspruchsvoll das Spiel sein kann. Dementsprechend natürlich dasselbe auch. Ja. Und den verstehe ich einfach noch nicht. Oh, ich hab die Wände dann hier. Das Ding ist ja... Bring mir an der Stelle nicht so viel. Okay, es schießt sich nicht gleich. Also sollte es möglich sein. Nein! Weiß nicht, ob das gut war oder nicht. Kann man da nicht höher? So. Zack. Ha! Keine Ahnung, ob das so gewollt war vom Spiel. Ich muss alle drei aktivieren. Also nichts vorher. Okay, auf zum letzten Rätsel. Verstehe ich nicht. Ah. Jetzt verstehe ich's. Bis zum Ende durchfahren lassen. So, jetzt aber. Gut, ich habe einen Stein gewonnen. Aber das wird so noch nicht gewesen sein. Endlich ist der Timing alles. Nee. Fuck. So. Oder ich mach's von hier aus. Ich glaube, das ist einfacher. Zack. Zack. Schwing. Ding. Oh nein, ich glaube, ich bin gefangen. Da hätte ich mich jetzt selber fast eingesperrt.
So, das sind auf jeden Fall wieder mal ganz coole Rätsel. So, vermutlich muss ich doch jetzt hier dann drauf stehen bleiben. Dann jetzt zu dem. Ah, die müssen sich dann quasi im selben Takt drehen. Uff, anstrengend. Eigentlich muss ich ja nur warten. Die drehen sich ein klein Ticken unterschiedlich. Oder? So, das sollte jetzt für die beiden passen. Zumindest so in der Theorie. Und den können wir jetzt einfach reinsetzen. Ach, gucken wir mal, ob es passt. Ah, bin so klug. Manchmal. Auf in die Nacht. Portal. Ja. Und Schatztor. Ja, so ein Söckelchen nehmen wir gerne mit auf die Hand. Da ist auch unser nächstes Sternbild. Hallo? Ach ja, du lebst. Sargon, deine Klinge war schief. Ich hätte besser vorbereitet sein müssen. Warum hast du Prinz Rassan entführt? Ich habe Königin Tomiris Befehle befolgt. Ich kann dir nicht den Grund nennen, aber ich muss meine Mission erfüllen. Deine Mission hat Rassans Leben gekostet. Kein Grund, Salz in die Wunde zu streuen. Ich war allzu loyal. Du hast mir nie beigebracht, mit solch einer Niederlage umzugehen. Aber ich finde einen Weg, es wieder gut zu machen. Niemand kann sich gegen Waram stellen und überleben. Es gibt immer ein erstes Mal. Du sagtest, du wirst es wieder gut machen. Ich weiß noch nicht, ob es funktionieren wird, aber ich muss die Chance nutzen. Dann lass mich dir helfen. Ich kann dir jetzt nicht vertrauen. Ich verstehe. Das ist dann wohl ein Abschied. Leb wohl, Anne. Okay. Was eine krasse Interaktion. Hätte man sich ja fast klemmen können sogar, das Ganze. Sternenpfeil! Piu! Löwe! Warte mal, da geht's angeblich weiter. Das sehe ich nicht so. Und krass, dass es hier kein Zwischenstopp so gibt. Oh, ich hätte auch gerne da drüben so ein Ding gehabt. Oh, not for me, aber eins muss ich jetzt nochmal abchecken. Oh, das muss ganz oben gewesen sein. Zwar kürzeste Weg, glaube ich. Boah. Also und, dass man den nicht einfach so anziehen kann. Nein, 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 nein.
Das ist ein Auge. Ich will mir die Kiste noch holen, die ich bei einem so einem Ding mal ganz am Anfang hatte. Gucken, ob die irgendwas taugt. Links unten. Ja, was willst du mir sagen, Vögelchen? Ich glaube immer noch, keiner meiner Fähigkeiten bringt mir hier irgendwas. Auch weiter nach unten. Ich habe heute einen guten Tag sagen. Aber jetzt kann man den relativ entspannt ausweichen und ich kann mir entspannt die Kiste holen. Oh, eine sexy Hose. Eintrag löschen, bitte, danke. Da hinten für einen Eintrag. Ja. Würde sagen, ein Fehler. Gucken wir uns mal das neue Outfit an, was wir jetzt dazu bekommen haben. Und sammeln hier mal alle Sammelobjekte ab. Strahlend. So richtig strahlend finde ich es jetzt irgendwie nicht. Ah, ne, ich finde immer noch nach wie vor Aureus am besten. Aber an der Stelle reicht es denn, glaube ich, aber erstmal wieder. Also war auf jeden Fall ein spannender Teil mit den Rätseleinlagen. Und dem Jump'n'Run, was mir bisher irgendwie noch keinen großen Mehrwert gegeben hat, aber wahrscheinlich halt für das nächste Sternbild. Aber das werden wir dann beim nächsten Mal erfahren, ne? Also, habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Rinjahauen!